Ja, herzlich willkommen zum X-Tipp-Spieltagstipp. Neben mir Erkan Efen, Trainer von Inter. Inter Idle steht, natürlich. Und er wird mit mir zusammen jetzt den dritten Spieltag der Kreisliga 2 tippen. Und ich würde sagen, wir legen los. Gerne. Los geht's am Samstag, dem 13. um 12 Uhr HFC Falke gegen VfL 93-2. Falke, ja, das ist die absolute Top-Mannschaft in dieser Liga. Der größte Favorit, also Bayern München der Kreisliga 2. Ich tippe ja, 3-0. Vielleicht irgendwelche Torschützen, die du kennst, die du mal irgendwie kennengelernt hast im Laufe deiner Trainerzeit? Nee, also leider habe ich sie nicht kennengelernt, aber demnächst werden wir auch gegen sie spielen, auch unser erstes Spiel hier. Die haben wir jetzt wieder komplett neu aufgerüstet mit einigen Oberligaspielern, aber vom heutigen Spiel haben wir auch gesehen, dass wir auch mit denen mithalten können, aber das ist eine andere Hausnummer. Ja. Also klares 3-0. Gut, dann 12.30 Uhr, Altona 93-2 gegen Eintracht Lok steht 2. Ja, bei Eintracht Lok steht 2, spielt mein ehemaliger Jugendtorwart, der Alex Ali, hi. Ja, Altona 93 trainiert, glaube ich, mein ehemaliger Trainer, wenn er noch da ist. Altona 93 hat im ersten Heimspiel 1-2 verloren, wollen jetzt natürlich einiges gut machen. Lokstedt hat im Pokal gegen SWZ Eimsbüttel verloren. Ich tippe 1-1. Dann am Sonntag der Eimsbüttel 2 gegen Inter. Ja. Ja, das wird schön auf dem Kunstrasen beim ETV. Also ganz starke Truppe. Gegen die dritte von denen machen wir also alle halbe Jahre ein Freundschaftsspiel. Also ist echt ein Top-Verein. Wird ein heiß umkämpftes Spiel, also ist auch ein Mitfavorit da oben. Ganz stark in der zweiten Kreisliga 2. Ich tippe auf ein 0-2. Torschütze? Torschützen? Genannt Cobra Gökhan Ariduro, Doppelpack. Ist klar. Dann Union 3 gegen Harmonia 2. Union 0-3 gegen Harmonia 2. Ja, Union auch eigentlich heimstark, aber Harmonia ist für mich gleich nach HFC Falke die Nummer 2 in der Liga. Allein auch mit den Ergebnissen vom letzten Jahr, ich glaube wegen 7 Toren nicht aufgestiegen. Klasse Stürmer, der Serda. Und ich tippe auf ein 0-2. Dann Serda. BSV 19 gegen Westeimsbüttel 1. BSV 19 gegen Westeimsbüttel 1. Also Wespe ist ja unser Nachbar hier. Mhm. Und ja, BSV, die kenne ich nicht. Die waren letztes Jahr bei uns in der Kreisliga 7. Haben dann irgendwie zurückgezogen, um halt mit der zweiten Mannschaft aufzusteigen, habe ich gehört. ich tippe auf ein 1-1. Torschütze? Habe ich leider jetzt nicht im Sinn, weil da war ich noch nicht Trainer, weil in Teil steht. Gegen BSV darf ich leider nicht dabei sein. Weiter geht's mit Pauli 4 gegen Teutonia 10-3. Also Pauli 4 spielen an der Feldstraße, direkt auf dem Domplatz, also auf dem Heiligen Geistfeld sozusagen, direkt neben dem Stadion. Tolle Atmosphäre, ich war da auch 3-4 Jahre im Einsatz bei Hansa 11. Ja. Ja, von der ersten, zweiten in die dritte, dann Spielertrainer und so weiter. Also toller Platz, ich freue mich auf Pauli 4, also. Und ich denke, dass Pauli 4 das auch macht. Ich tippe auf ein 3-1. Dann die Zweitvertretung von Lurup gegen die Drittvertretung von Vicky. Ja, Vicky ist ja jetzt nachträglich noch aufgestiegen, nachdem Groß Flottbeck zurückgezogen hat. Glückwunsch erstmal dafür, dass sie halt mit in der Liga sind. Hatten auch ein bisschen Kontakt, haben uns gegenseitig Glückwünsche geschickt. Also ganz faire Truppe, zumindest per SMS. Lurup, die hatten wir im ersten Spiel, war ein heißes Spiel. Super faire Truppe, würde ich sagen, auch von der Bank. Super, war ein hitziges Spiel. Ich drücke denen auch die Daumen, außer gegen uns, habe ich gesagt. Ich tippe auf ein klares 3-0 für Lurup. Irgendwelche Torschützen? Also die haben da den Moschtapper, glaube ich, der war ganz stark. Der Zehner war stark und der Siebener war ein sehr fairer Sportsmann, der nach dem Spiel kam und hat gesagt, du Trainer, das war ein Elfmeter. Ich habe sogar dem Schiedsrichter gesagt, er hat es nicht gegeben, tut mir leid. Aber solche Spieler und solche Mannschaften brauchen wir eigentlich, dass wir auch in diesen unteren Klassen auch faire Spiele abliefern und wirklich auch Spaß haben. Mhm. Egal wie das Ergebnis ist. Ja. Dann
Das letzte Spiel am Sonntag um 15 Uhr. Lokamp gegen Germania 3. Ja, Lokamp. Ich kenne die Jungs auch sehr gut. Da sind auch viele Jungs von früher von Inter Eidelstedt dabei. Mhm. Ja, Germania 3 sagt mir ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Wir sind, glaube ich, auch neu dabei. Ja. Und also Lokamp ist auch echt eine starke Truppe, spielstark. Auf die freue ich mich auch. Also ist auch ein Spiel wie gegen Lurup. Ja, ich drücke mal Lokamp die Daumen. Da sind ja die Nachbarn, alles Freunde von den Jungs. Und ich tippe auf ein 2-0.